Jesus sagt, dies ist keine Entrückungsübung. Dieses Mal ist es echt. Seid bereit. 29. November 2020. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Meine lieben Herzbewohner, dies ist ein Entrückungsalarm. Meine Mutter hat in den letzten Tagen versucht, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe. Seit ihrem Tod sind die Zahlen 7-11 ein Zeichen von ihr. Entweder auf einer Uhr oder auf etwas, das ich aufnehme. Das ist ihr Geburtsdatum. Und gestern Abend bekam Ezekiel es auch. Und wir sahen uns an und er sagte, Mama, was soll das alles? Und ich fühlte in meinem Geist, dass es um die Entrückung ging. Dann hörte Ezekiel sie sagen, er kommt, der Herr kommt, mach dich bereit. Und später am Morgen sprach sie wieder mit Ezekiel, ich tue nur für dich, was du für mich getan hast. Ich helfe dir, dich vorzubereiten. Denn Ezekiel tat viel, um meiner Mutter zu helfen, sich in die Arme des Herrn zu begeben, als sie im Sterben lag. Sie sagte auch, du hast dasselbe für mich getan, bevor ich ging. Du hast mich vorbereitet zu gehen. Nun erwidere ich den Gefallen. Und das ist wahr. Ihr könnt diesen Bericht in der Einleitung zu den Geschichten der Braut lesen. Wow, dafür gibt es keine Worte. Also begann ich um mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit zu bitten, und der Herr unterbrach mich. Ist dies, was du wirklich willst? Und ich dachte, oh nein, ist es wirklich nicht, ich bin erschöpft, und ich antwortete ihm und sagte, o Herr, du weißt in meinem Herzen, dass ich in so vielen Bereichen versagt habe. Ich habe mein Leben an mich verschwendet. Ich bin immer noch egoistisch. Und schlimmer noch, ich habe nicht weitergemacht mit der Musik. Mein Herz ist niedergeschlagen über meine Fehler, meine Faulheit und meinem fehlenden Glauben. Dir ist vergeben. Keine Zeit mehr traurig zu sein. Ich habe alles weggewaschen. Bitte versuche, dich noch ein wenig länger reinzuhalten. Übrigens, habe ich dir schon gesagt, wie stolz ich auf dich bin, dass du die Musik beiseite gelegt hast, um dich um die echten Bedürfnisse anderer zu kümmern? Nein, das habe ich wohl nicht, sonst würdest du jetzt nicht trauern und weinen. Und das war wahr. Ich habe die ganze Zeit geweint. Claire, du hast keine Ahnung von den Kräften, die sich dir entgegengestellt haben, um dich dazu zu bringen, aufzugeben. Darf ich sagen, dass es eine ziemliche Leistung ist, dass du nicht aufgegeben hast? Das alles verdanke ich deiner Gnade und der Fürsprache deiner Mutter. Trotzdem sehe ich dich aufrecht im Sattel sitzen, nicht gekrümmt wie eine müde alte, halbtote Frau. Hör auf, dich selbst so zu sehen. In meinen Augen bist du jung und rüstig. Ich würde alles geben, um jetzt ein Lächeln auf deinem Gesicht zu sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß es gut, ich lebe in dir, meine Liebe. Ich weine, wenn du weinst, aber ich weine, weil du nicht weißt, wie bemerkenswert treu du gewesen bist. Herr, ich war mein ganzes Leben lang nie mehr als eine B-Schülerin. Du hast nicht mit lauter A's angefangen. Du hast in deinen jungen Jahren einen ziemlichen Schlag abbekommen und Satan hatte die ganze Zeit sein Auge auf dir.
Was hätte sein können, ist jetzt irrelevant. Was real ist, ist das, was zählt. Und du hast dich gut geschlagen mit dem Wenigen, das du bekommen hast. Dein Problem ist, dass deine Wunschnatur immer sieht, was sein könnte, aber du hast nicht alle Hilfsmittel, um es zu verwirklichen. Aber du bekommst sie, während du mit dem Alter weiser wirst. Und deshalb tust du alles, was du kannst. Ich sage dir, wo du fällst und Buße tun musst, und du tust es auch. Schau, ich habe viel, auf das ich stolz sein kann mit dir. Jetzt möchte ich, dass du den Herzbewohnern genau das Gleiche sagst. Meine Geliebten, es gibt unter euch jene, die wirklich alles gegeben haben, so wie meine Gnade euch begleitet hat. Es gibt andere, die es wollten, aber nie ganz konnten. Aber ich sage euch, die Zeit der Vergebung ist über euch. Ich sehe eure Schwächen und wir unter dem Druck eures Fleisches und der Dämonen dahinter zusammengebrochen seid. Viele, viele, viele von euch haben unglaubliche Rückschläge erlitten, aber ihr habt euch gesammelt und immer an mich geglaubt und an das, was ich euch versprochen habe. Und das allein ist mir alle Freuden des Himmels wert. Aber selbst wenn ihr in die Kategorie jener fällt, die in schwachen Momenten ihrem Fleisch nachgegeben haben, ihr seht den enormen Druck nicht, den der Feind euch auferlegt hat. Deshalb möchte ich, dass ihr jetzt aufhört, euch selbst zu verurteilen. Reue ist angemessen für diese Verfehlungen. Wühlt also eure Herzen auf. Ruft euch eure nicht gestandenen Sünden in Erinnerung, die Zeiten, in denen ihr nicht das Richtige getan habt, die Zeiten, wo ihr den Forderungen des Fleisches und des Feindes nachgegeben habt. Entfernt es aus eurem System, kommt zu mir und sagt es mir, bittet um Vergebung und sie wird euch gewährt. Aber wenn ihr kommt, bringt die ganze Wahrheit mit euch und lasst nichts aus, was euch in den Sinn kommt. Lasst mich euch mit meinem eigenen Blut reinwaschen, weiß wie Schnee, und entfernt diese Dinge aus euren Gedanken. Wenn ihr das getan habt, nehmt euch fest vor, dies zu ändern und diese Sünden nicht zu wiederholen. Haltet euch sehr rein, denn ich komme. Tut alles, was ihr könnt, um andere zu lieben und ihnen zu dienen. Lasst das Öl in eurer Lampe brennen, das Öl der Liebe zu mir und zu eurem Bruder und eurer Schwester. Nehmt jede Gelegenheit wahr, euch selbst zu leugnen für andere, denn ihr betretet die Zielgerade. Es kann jetzt jede Minute sein. Ich werde für euch kommen. Seid vorbereitet. Seid vorbereitet. Seid vorbereitet. Bitte seid vorbereitet. Lasst keine Gelegenheit der Nächstenliebe und der Selbstaufopferung an euch vorbeiziehen. Nutzt jede Gelegenheit, jeden Augenblick, um von euch selbst zu geben. Betrachtet mich in all euren Handlungen und vergesst euch selbst. Jetzt möchte ich, dass ihr wisst, dass ich die große Müdigkeit sehe, unter der ihr euch abmüht. Ja, das tue ich und ich verstehe, aber ich bin immer noch mit meiner Kraft für euch da, um euch in schwachen Momenten zu helfen. Ergreift also meine Hand und lasst sie nicht los. Lasst nicht los, nicht einmal für eine Sekunde. Haltet euch an meiner Hand und an meinen Wegen fest. Solltet ihr in einem schwachen Moment versagen, gesteht es sofort und ich werde euch vergeben und euch mit neuer Entschlossenheit stärken. Ihr müsst nicht mehr lange warten, meine Lieben, die Zeit naht. Sie kommt schnell. Aber mehr als alles andere möchte ich, dass ihr alle wisst, dass ich eure Kämpfe gesehen habe und meinem Vater im Himmel reichlich gedankt habe für euch und die Art und Weise, wie ihr gekämpft habt, sogar wenn ihr von Dunkelheit
Verwirrung, Verrat und Kummer umgeben war. Ich habe ihm für all die Male gedankt, wo ihr das Richtige getan habt, auch wenn ihr in die andere Richtung laufen und das Falsche tun wolltet. Ihr habt durchgehalten, und im Himmel ist das eine der größten Tugenden von allen. Dies ist keine Entrückungsübung, dieses Mal ist es das echte Ding. Also tut, was ihr in diesem Moment tun könnt. Tut, was ihr könnt, solange ihr noch hier seid. Ich werde in allem mit euch sein und am Ende werdet ihr ziemlich schockiert sein über alles, was ihr mit meiner Gnade erreicht habt. Vom Himmel aus werdet ihr die Widerstände klar sehen, denen ihr in kritischen Zeiten in eurem Leben gegenübergestanden seid. Ihr werdet die Früchte sehen, die ihr hervorgebracht habt und die Auswirkungen, die all euer Pflügen, Säen und Gießen hatte. Ich habe euch dies bis jetzt vorenthalten, damit ihr weiterhin hart für mich arbeiten würdet, aber im Himmel werdet ihr alles sehen. Jesus, werden wir auch das Schlechte sehen, das wir getan haben? Ihr habt das Schlechte gesehen, ihr habt bereut, diese Dinge wurden weggewischt. Die Dinge, die ihr nicht als falsch erkannt und daher nicht bereut habt, ja, diese Dinge werdet ihr sehen, aber umhüllt mit reichlich Barmherzigkeit und Vergebung. Noch einmal, ihr werdet reingewaschen sein. Aber was ich jetzt betonen möchte ist, dass ihr es gut gemacht habt und euch über vieles freuen werdet, wenn ihr die Ebenen seht, die ihr aufgestiegen seid mit dem, was euch in diesem Leben gegeben wurde. Was ich euch allen vermitteln möchte ist, dass ihr viel besser abgeschnitten habt, als ihr meint. Und es wird einen großen Tag der Freude und Belohnung geben. Es wird kein Fegfeuer geben für jene, die entrückt werden. Dies wird ein Jubeltag mit viel Vergebung sein. Im Himmel werdet ihr mit all den Gnaden ausgestattet werden, nach denen ihr euch immer gesehnt habt. Und ihr werdet keinen Widerstand mehr bekommen von dem Feind. Dann in jenem Augenblick, wenn ihr erkennt, dass es keinen erdrückenden Widerstand mehr gibt, an den ihr euch Tag für Tag gewöhnt hattet. In jenem Augenblick werdet ihr einen Einblick in das bekommen haben, was ihr auf dieser Erde überwunden habt. Und das wird euch grenzenlose Freude bringen. Kommt jetzt, meine Bräute, ich bin im Wartezimmer, bereit, um euch zu mir zu holen. Entfernt eure Tränen, nachdem ihr euer Gewissen geprüft habt. Legt eure Kümmernisse und eure Sorgen beiseite und bereitet eure Herzen auf Freude vor, die so überwältigend ist, dass sich euer Herz ausdehnen muss, um sie aufzunehmen. Jubelt! Eure Zeit der Befreiung ist nahe.